Lumen ist Latein und bedeutet das Licht. Oder auch genauer, das Licht in und vor Gebäuden. Mit einer Robotershow vor der Frankfurter Börse wurde die Luminale 2012 feierlich eröffnet. Für die nächsten Tage steht die Mainmetropole ganz im Zeichen des Lichts. Des Lumen also. Diesmal gibt es 175 verschiedene Projekte in Frankfurt, in Offenbach, die sich lohnen, besucht zu werden. Es ist einfach lohnend, hier in Frankfurt zu flanieren, Orte aufzusuchen, die man vielleicht schon kennt, aber die dadurch, dass sie nächtlich in ganz anderes Licht verwandelt sind, ganz faszinierende Seiten entwickeln. Einer dieser Orte, das Heizkraftwerk Mitte in der Allerheiligenstraße. Mainova-Technikvorstand Peter Birkner und Luminale-Kurator Helmut Bien enthüllten am Freitag gemeinsam das Werk der Bremer Grafikerin und Lichtkünstlerin Katharina Berndt. Sie hat die erleuchteten Fensterfronten des Gebäudes mit Scherenschnitten beklebt. Allem zugrunde liegt das Thema des Ortes, das Heizkraftwerk, also Wärme, Feuer und auch das Gegenstück dazu Kälte und oder Herzenswärme. Also ich habe assoziiert mit Märchen und Mythen und Sprichwörtern und alles reingetan, was mir dazu einfiel. Und das ist einfach so eine wabernde Masse geworden. Und ich möchte gern, dass jeder selbst entdeckt. Katharina Berndt gewann einen von der Mainova ins Leben gerufenen Wettbewerb unter dem Motto Licht, Kunst, Effizienz. 18 Werke waren eingereicht worden. Ausschlaggebend für die Juryentscheidung waren die beiden Schlagworte Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Die Installation von Katharina Berndt entfaltet alleine durch die Innenbeleuchtung des Gebäudes ihre Wirkung. Es ist de facto so, dass es hier wirklich so ein bisschen eine vergessene Ecke ist. Es ist sehr viel Verkehr draußen. Die Gebäude sind Zweckbauten. Auch unser Gebäude ist ein technischer Zweckbau. Und dieses Kunstwerk wertet dieses Gebäude, ich glaube sogar die ganze Ecke, in Anführungszeichen, sehr, sehr auf. Die Luminale ist schon zum 6. Mal in Frankfurt. Seitdem sind rund 850 Lichtereignisse installiert worden. Aktuell unter anderem am Mainufer, auf dem Campus Bockenheim und im Palmengarten. Und es ist immer wieder faszinierend, dass wir von Mal zu Mal neue Ecken und neue Orte entdecken können, dank der künstlerischen Imaginationskraft, die also hier, wie zum Beispiel Katharina Berndt aus Bremen kommend, hierher kommen und sozusagen mit einem frischen Blick auf die städtische Infrastruktur schauen, auf die Gegenden und Quartiere und hier doch immer wieder neue Orte und Gegenden finden, in denen sich etwas machen lässt. Orte in anderem Licht erscheinen lassen, Gebäude durch Kunst verändern. Die Luminale in Frankfurt und Offenbach.